siyah üzüntümüzü ifade eder. Ümitsizliğimiz değil ama üzüntümüzü. Çöplerin üzüntümüzü ifade eder. Kendimizin yaptığı bir çelenki sembolik olarak belediyenin önüne koyuyorum. Bu çelenkin manası ümitsiziz. Ama bu ümitsizliğinde suskunluğumuz manasında değildir. Wir werden jetzt nun symbolisch einen Kranz vor dem Rathausgebäude aufstellen. Dieser Kranz repräsentiert unsere Unmut in der Sache, wie das Jugendamt mit dem Kindeswohl umgeht. Wir sind traurig und dieser Kranz symbolisiert in einem Rahmen unsere Trauer. Unsere Trauer heißt nicht, dass wir uns zurückziehen und alles gefallen lassen werden. Deswegen symbolisiert dieser Kranz nicht nur unsere Trauer, sondern auch unsere Trauer.